Ja, hallo erstmal. Heute fange ich einfach mal das Video anders an. Ja, weil ich ja das ja auch als Thema habe, dass wir ab und zu doch mal auch eine Abwechslung brauchen. Auch das, was wir lieben, ist vielleicht irgendwann nicht mehr so mitreißend. Sag mal, wenn wir etwas lieben zu essen, dann sind ja die ersten zwei, drei Bisse, die sind einfach wunderbar. Und dann, ja, ist immer noch schön. Und doch merkt man ja irgendwann, okay, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Und ja, wenn man mit Menschen spricht, dann, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du vielleicht eine besondere Aussicht hast, irgendeine Landschaft, die dich fasziniert und wo du sagst, da kann ich mich nicht dran satt sehen. Ja, und doch macht es eben immer mal die Abwechslung, das Nicht-Greifbare, dass du diese Aussicht mal nicht hast und ja, dich dann wieder danach sehnst, nach dem Zustand. Und so kennst du das sicherlich auch in anderen Dingen, dass du dich danach sehnst, dass du dich vielleicht nach der Liebe deines Partners, deiner Partnerin sehnst, nach ja, der Anerkennung, der Liebe durch deine Eltern, in irgendeiner Form vielleicht immer noch, obwohl sie auch schon lange nicht mehr da sind. Dieses Verlangen ist ja dann nur da, wenn etwas fehlt. Und so, ja, können wir durch Abwechslung ein künstliches Fehlen entsprechend hervorrufen. Und ja, wenn du lange keine Liebe mehr erfahren hast, dann sehnst du dich umso mehr danach. Vielleicht stumpfst du irgendwann ab und doch innen drin ist da etwas, was ja sich nach dieser Liebe sehnt. Und aus meiner Sicht ist das so, dass wir uns nach der ursprünglichen, vollkommenen Liebe sehnen, die uns ja umhüllt hat, die immer da war und die wir dadurch dann vielleicht gar nicht mehr so zu schätzen wussten. Es war einfach schön, aber wir kannten keinen Unterschied. Das ist natürlich jetzt so einfach aus unserer jetzigen Perspektive heraus gesagt. Und manche können das nicht so ganz verstehen. Jedoch, wenn man so mal genau in sich hineinhorcht, dann merkt man vielleicht doch, dass da, ja, dieses Wollen danach erst. Und das passiert eben nur dadurch, dass da etwas nicht ist. Oder wir den Eindruck haben, dass da etwas nicht ist. Ich glaube ja persönlich, dass wir halt uns selber ein wenig abgetrennt haben, indem wir jetzt hier in diese Dimension gekommen sind, können wir halt mit unseren Sinnen, die wir jetzt nur noch beschränkt haben, wir haben nur noch eine eingeschränkte Sicht, ein bestimmtes Hörvermögen, eine bestimmte Form des Fühlens. Und da, wenn wir das so ein bisschen erweitern durch Abwechslung, dann haben wir natürlich immer wieder auch dieses Verlangen nach dem Alten.
was uns so gut getan hat. Oder manchmal eben einfach, weil das wenigstens das war, was wir überhaupt bekommen haben. So sehen sich teilweise Menschen nach Menschen, die ihnen eigentlich nichts Gutes getan haben, aber in irgendeiner Form war das Zuwendung für sie. Und dann streben sie wieder zu diesem Alten. Also es gibt viele Aspekte, die man da sich anschauen kann und die man einfach für sich so prüfen sollte, inwieweit gibt es nicht vielleicht auch etwas noch viel Vollkommeneres, Schöneres für uns selber. Und deshalb ja, empfehle ich, auch wenn dir eine Aussicht wunderbar gefällt, auch wenn du ein Musikstück hörst, was du sagst, boah, da gehe ich drin auf, oder dass du dieses Gefühl hast, wo du sagst, boah, da, ich fühle mich so angenommen. Eine kleine Abwechslung, mal etwas anderes ausprobieren. Du darfst natürlich immer wieder zu deinem Alten zurückgehen. Und doch kann es sein, dass du merkst, ah, es gibt ja mehrere Sachen, die mir gefallen. Also da gibt es auch andere Musikstücke, andere Musikrichtungen, die mich irgendwie auch ansprechen. Und ja, dann gibt es eben auch Dinge zu sehen, die wunderbar sind. Und dann gibt es auch ja, neue Plätze zu entdecken. Und wow, du merkst, dass auch das deine Liebe, dein Glücklichsein entsprechend erweitern kann. Und insofern, ja, ist es immer mal gut, ein wenig Abwechslung zu haben, etwas hinzuzunehmen, etwas Neues auszuprobieren. Und das Neue kann eben, ja, den Reiz des Neuen in dir erbringen. Ja, und was eben aus meiner Sicht gut wäre, wenn du genau in dich hineinhörst, okay, ist das jetzt wirklich nur der Reiz des Neuen oder ist das im Vergleich wirklich auch auf Dauer schöner? Und nur dann bleibst du dran. Nur dann bleibst du bei der neuen Sache. Also wäre es schön für dich, etwas zu finden, irgendeine Sache, irgendeine Routine, die dich dazu bringt, dass du liebevoller mit dir umgehst. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn du Unterstützung brauchst, dann komm auf mich zu. Immer mal was Neues. Bis dann.